Hallo, heute machen wir weiter mit der Überholung der Bremssättel. Ich hatte hier von Foliatec mir einen Komplettsatz zur Lackierung der Bremssättel bestellt. Wir schauen uns mal an, was wir da drin alles finden. Dies ist ein Komplettpaket mit einem 2K-Lack. Hier haben wir eine Sprühdose, 400 ml Bremsenreiniger zur Reinigung der Bremssättel, eine Bürste, die kann man so in den Müll werfen aus meiner Sicht, der Härter, 50 ml und jetzt kommt noch ein Satz Handschuhe, die sind sogar durchaus brauchbar, die halten was aus. Und dann eben die Farbe 125 Liter. Die Farbe und der Härter werden so zusammengemischt, dass alles aus den Verpackungen verbraucht wird, dann hat man das richtige Mischungsverhältnis. Dann haben wir noch einen kleinen Pinsel und einen Spachtel dabei. Also eigentlich alles, was wir brauchen. Der Pinsel und die Bürste ist mehr für die Tonne aus meiner Sicht, da sollte man sich einen gescheiten Pinsel besorgen. Wichtig, Handschuhe, Schutzbrille, weil dieses Sprühzeug, der Bremsenreiniger, ist mit Sicherheit nicht gut, wenn man das in die Augen bekommt. Hiermit werden nochmal alle Teile gereinigt. Dies mache ich aus verschiedenen Gründen. Zum einen kriege ich damit natürlich noch Dreckreste raus, falls da noch irgendwo was drin sein sollte. Und zum anderen wird die Oberfläche entfettet, damit der Lack hält. Der Lack ist ein 2K-Lack, der für 4 Bremssättel reichen soll, da ich hier die komplette Bremsanlage mache. Also Bremssättel und Bremszangen habe ich die gesamte Menge dafür gleich genommen. Das zeige ich euch noch, weil das natürlich etwas mehr ist. Im Normalfall geht man davon aus, dass im eingebauten Zustand die Teile bearbeitet werden. Das halte ich nur für gemischt gut, gerade wenn die Teile doch etwas älter sind. Hier die Bremszangenhalter. Auch dort alle Öffnungen, alles wird nochmal durchgesprüht. Das ist jetzt nochmal die Chance, alle Dreckreste, alles rauszubekommen. Es gibt so eine kleine Schweinerei auf dem Tisch, aber so ist das eben. Als nächstes habe ich die Teile abgeblasen und jetzt klebe ich alle Öffnungen ab, wo nichts reinkommen soll. Hier, wo die Schiebestücke später reinkommen, das wird schön abgeklebt. Das mache ich bei beiden Teilen. Auch hier immer Vorarbeit ist das Wichtigste an allem. Alles, was man jetzt nicht ordentlich macht, muss man später mehr sauber machen. Also investiert hier ruhig die Zeit und macht das ordentlich sauber. Damit habe ich jetzt die beiden Bremshalter fertig. Bei den Bremszangen kommen in die Öffnungen dort, wo die Entlüftungsnippel und die Schläuche reinkommen, drücke ich etwas Papier rein. Ich habe hier immer eine Rolle Haushaltspapier dabei, die kann man sehr gut benutzen. Wie ihr seht, hier die ganzen Öffnungen pro Teil sind es 4 Stück, eben 2 für die Nippel, 2 für die Bremsschläuche. Werden schön reingedrückt, ich mache wieder ein kleines Stückchen zurecht und dann wird es hineingeschoben und mit dem Pinsel reingedrückt, dass es schön fest drin sitzt. Auch dort, wie immer, Vorarbeit ist alles. Jetzt werden die Öffnungen für die Kolben zugemacht. Auch dort stecke ich einfach Papier hinein, immer ein Blatt abreißen, reindrücken, schön fest reindrücken und gucken, dass man es schön abgeschlossen bekommt. Man kann es dann noch versuchen, mit ihrer Tesa-Kreppband abzukleben. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert. Also weg damit und noch eine Lage Papier reindrücken, dann funktioniert das auch. So, damit sind wir jetzt durch. Wir haben es fertig abgeklebt und jetzt rühren wir die Farbe ein. Die Farbe gut schütteln. Und wenn man die Farbe komplett nimmt und den Härter komplett, hat man die richtige Mischung. Ich habe hier jeweils einen ganz kleinen Rest drin gelassen, falls man später doch nochmal eine Macke ausbessern muss. Also so ganz etwas in der Dose jeweils drin lassen, dann kann man später sich davon noch was anrühren. Hier einfach ein Glas genommen, jetzt zack die Farbe rein und dann kommt der Härter 1:1 dazu. Foliatec gibt an, dass man nach dem Streichen nach einer Viertelstunde abwarten, das zweite Mal streichen soll. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen knapp. Die Farbe trocknet gar nicht so schnell ein, wie angegeben. Die Farbe, ich habe es geprüft, selbst nach 2 Tagen ist die Farbe in dem Glas, wenn man es verschlossen hat, immer noch so, dass sie streichfähig ist. Also man braucht sich jetzt bei der Bearbeitung gar nicht so den Stress machen. Nochmal alles ausblasen, mit dem letzten Dreck weg. Hier immer wieder Sauberkeit ist das A und O, also wenn da irgendwo Dreck ist, hat man später Probleme. Damit ist die Farbe schon fertig. Und hier ist wieder ein kleiner Trick von mir. Ich habe solche Metallbügel, mit denen ich die Dinge nach dem Lackieren aufhänge, weil sonst man weiß ja nicht, wo man es anfassen soll. Jetzt werden die Teile alle schön gleichmäßig eingestrichen.
Es kommt keine Grundierung auf diese Bremsteile. Die Farbe wird direkt aufgestrichen. Das ist so vom Hersteller vorgesehen. Die Farbe ist temperaturfest und kann Temperaturen bis 300 Grad soll sie aushalten. Und das sollte hier auf den Bremsteilen auch reichen, weil 300 Grad, wenn die Teile heißer würden, hätten wir auch schon wieder Probleme mit den Gummimanschetten. Und dann kocht einem die Bremsflüssigkeit aber nun wirklich endgültig auf. Wie ihr seht, hier wird jetzt schön gleichmäßig alles gestrichen. Diese Farbe von Foliatec gibt es in unterschiedlichen Farbtönen, also von Rot über Gelb bis Schwarz, alles dabei. Je nach Herzenswunsch kann man sich dann seine Bremsteile damit einstreichen. Die Farbe lässt sich relativ gut auftragen. Sie ist etwas dickflüssig, aber es ist aus meiner Sicht so ganz okay. Wie gesagt, der Pinsel, der dabei war, der ist mehr für die Tonne. Hier habe ich mir einen etwas besseren Pinsel zugelegt und damit kriegt man die Teile auch schön gestrichen. Hier seht ihr jetzt auch den Haken im Einsatz. Damit kann ich das Teil gut hochhalten und alle Stellen schön vor mich hinstreichen. Hier sind die Teile schon fertig. Ich habe sie jetzt zweimal gestrichen. Ich habe etwas mehr Zeit dafür gelassen. Wie gesagt, die Farbe härtet auch gar nicht so schnell aus. Also lasst euch ruhig ein bisschen Zeit dabei. Die Viertelstunde ist ein bisschen knapp angegeben, nach der man wieder streichen kann. Also da ruhig eine halbe Stunde, Stunde sich Zeit lassen. Und in Summe habe ich dann die Teile gut über Nacht aushärten lassen. So sehen die Teile jetzt alle aus und das war's. Jetzt schauen wir uns mal die Kolben an. Bei den Kolben müssen wir die obere Kante noch bearbeiten. Die obere Kante ist der Witterung ausgesetzt, weil die oberhalb der Manschette ist. Deswegen habe ich das hier mit Kreppband abgeklebt und die Oberkante mit einer Drahtbürste nochmal sauber gemacht. Einfach, damit später die Manschette gut reingreifen kann. Jetzt wird das Kreppband abgemacht und damit ist der Kolben zur weiteren Bearbeitung fertig. Auch hier macht das, klebt das lieber ab. Wenn ihr da oben mit einer Drahtbürste rangeht, nicht, dass ihr die Kolben zerkratzt. Diese Kolben habe ich nicht in neu bekommen. Das wäre natürlich schöner, aber ich habe sie halt nicht. Also müssen wir sehen, dass wir die alten aufgearbeitet bekommen. Hier müssen wir uns genau angucken, ob es da irgendwelche Beschädigungen gibt. Die Kolben müssen absolut sauber sein. Es darf nichts dran sein, wenn man es hier anguckt. Dieser Kolben sieht doch recht gut aus. Diese kleinen Farbschattierungen, das ist nicht weiter schlimm. Aber es darf, wie gesagt, dort kein Dreck sein, es dürfen keine Narben sein. Wenn dort Rostnarben wären, dann wäre der Kolben nicht mehr brauchbar. Hier sehen wir eben Dreck drauf. Und dieser Dreck ist auch der Grund, warum die Bremskolben manchmal schwer zurückzuschieben sind. Die nächste Folge ist dann, dass die Bremse eben einfach hängt. Wenn man dann mit Gewalt die Bremskolben zurückschiebt, beschädigt man die Dichtungen. Also deswegen muss man diese Anlagen auch ab und zu überholen. Diesen Bremskolben kann man sehr gut mit dem Bremsenreiniger bearbeiten. Etwas aufsprühen und mit einem Lappen so lange drauf rumreiben, bis man eben alle Verunreinigungen runter hat. Wie gesagt, das ist absolut wichtig. Die Oberfläche muss absolut sauber sein. Wenn die Oberfläche nicht sauber ist, werden die Kolben später klemmen und dann war die ganze Arbeit umsonst und die Bremszylinder damit unbrauchbar. Also nehmt euch hier die Zeit, Bremsenreiniger, Tuch, und immer wieder damit polieren, bis die Kolben absolut makellos sauber sind. Wie gesagt, wenn dort Macken drin sind, irgendwas, dann könnt ihr die Kolben wegwerfen. Und es gibt nicht für alle Bremszylinder diese Kolben als Ersatz. Für viele gibt es das, aber eben auch nicht für alle. Also guckt euch das genau an und investiert dort die Arbeit. Alles, was ihr jetzt nicht macht, wird euch später nur in Probleme führen. Hier seht ihr jetzt absolut sauber, so muss das sein. Auf diese Art und Weise werden alle Kolben nach und nach bearbeitet. Und wenn ihr hinschaut, man sieht hier und da ein paar Macken, hilft nichts, wieder Bremsenreiniger drauf, weiter bearbeiten. Die Teile müssen absolut sauber sein, es dürfen keine Dreckpartikel sein, denn nur so funktioniert es später auch. So, damit wäre diese Arbeit aber auch abgeschlossen. Jetzt greifen wir uns die Bremszylinder. Wir entfernen dort das ganze Material, was wir zum Schutz reingesteckt haben. Also aus den Öffnungen das Papier raus. Hinten auf der Rückseite haben wir dann auch noch Papier drin. Wir gucken nochmal, ob alles raus ist, alles schön sauber ist. Jetzt werden hier aus den Öffnungen die Papierstopfen auch rausgeholt, damit wir
das alles sauber haben, so nochmal kontrollieren, im Zweifelsfall mit dem Schraubenzieher rein und so die Sachen. Weiter geht es jetzt mit den Bremskolben. Wie ihr seht, ich prüfe sie wirklich immer wieder und probiere jetzt, ob sie frei laufen. Noch sind keine Dichtungen eingebaut, aber bevor ich die Dichtung einbaue, will ich auch wirklich wissen, ob alles in Ordnung ist. Nicht, dass doch irgendwie wo eine Beschädigung bei der Bearbeitung aufgetreten ist. Man weiß ja nie, was beim Sandstrahlen so alles passiert. Also hier nochmal die Kolben in gereinigter Form rein, raus gucken, passt das? Weil wenn es jetzt klemmen würde, dann wird es natürlich mit den Dichtungen erst recht nicht klappen. Also daher vorher dieser kleine Test. Nun öffnen wir das Paket von unserem Bremsen-Repsatz und gucken mal, was da so alles drin ist. Diese Repsätze gibt es für viele Fahrzeuge und ist eigentlich alles enthalten, was man braucht. Dabei ist hier eine kleine Tüte mit Bremsenpaste, die ist einfach dabei, man kann sie benutzen. Ich habe hier von ATE immer meine Bremsenpaste, wenn man sie einmal so eine Tube kauft, das hält auch relativ lange. Jetzt schütten wir einfach mal aus und gucken, was wir alles da drin haben. Wir haben hier die äußeren Manschetten, die kommen außen drauf. Wir brauchen in Summe ja 4 Stück davon. Wir sortieren uns das jetzt mal aus, dass ich für einen Satz das komplett habe. Die Dichtringe im Großen und Kleinen. Wir haben 2 unterschiedliche Kolben ja. Und 2 Manschetten, auch ein Großen und Kleinen. Das ist das, was ich jetzt für diesen Zylinder in Summe brauche. Den Rest tue ich wieder zurück in die Tüte, damit mir nichts zwischendurch verloren geht. So, jetzt habe ich nur auf der Werkbank das, was ich brauche. 2 Außenmanschetten. Hier, wir gucken uns die Außenmanschette an. Das Blöde bei dieser Außenmanschette ist, die kann ich nur einbauen, wenn der Kolben draußen ist. Dies ist bei einigen Fahrzeugen anders. Schöner wäre es natürlich, wenn ich sie einbauen kann, wenn der Kolben drin ist. Aber nein, hier muss sie eingebaut werden, wenn der Kolben draußen ist. Sie hat eine Nut, wo sie dann eingefädelt wird in das äußere Teil. Das sind die Dichtringe, die den Kolben abdichten. Der Kolben selbst läuft nur in diesen Dichtringen. Der Rest des Kolbens und des Zylinders ist nur Führung. Abgedichtet wird er nur durch diese kleinen Ringe. Wenn der Kolben allerdings verschmutzt ist, klemmt er genau an diesen Ringen. Hier schauen wir uns mal den Bremszylinder genau an. Wir haben unten die Nut für den Dichtring und außen die Nut für die Manschette. Wie schon gesagt, ich bekomme diese Manschette nur rein, wenn der Kolben rausgebaut ist. Hier haben wir mal alles, was wir für diesen Bremszylinder brauchen. 2 Kolben, 2 Manschetten und nochmal 2 Dichtringe. Die Kolben haben unterschiedliche Größen. Aber das ist so offensichtlich, da kann man nichts verwechseln. Hier die ATE Bremsenpaste. Durch diese Bremsenpaste wird zum einen die Teile konserviert, dass sie nicht korrodieren, und zum anderen geschmeidig gemacht. Davon immer so ein bisschen was an den Finger. Und damit hier den Zylinder ausreiben, dass das alles schön eingefettet wird, damit er nachher gut leichtgängig läuft. Also mit dieser Paste, man braucht eigentlich viel von, werden alle Teile, also die Metallteile, als auch die Gummiteile bearbeitet. Hier haben wir jetzt den Dichtring, wir kontrollieren nochmal, dass es der richtige ist, aber wie schon gesagt, die Größen sind so offensichtlich unterschiedlich, dass man da nichts Falsches nehmen kann. Hier jetzt wiederum ein bisschen von der Paste auf die Finger und damit den Dichtring einreiben. Dann wird der Dichtring gleich schön in den Zylinder eingesetzt. Es muss wirklich schön eingerieben sein, weil sonst klemmt der Zylinder nachher. Und man sollte auch nie mit Gewalt hier dran arbeiten, gerade bei dem Zusammenbau. Das muss alles relativ leichtgängig gehen. Wie ihr seht, wird jetzt dieser Ring in die untere Nut des Zylinders eingeführt. Das ist relativ leicht gemacht. Wie ihr seht, sitzt er jetzt schon drin. Das ist wirklich kein Hexenwerk, gut zu machen. Schwieriger wird es gleich, wenn wir die Manschette, diese hier, einsetzen wollen. Es ist wirklich blöd, dass sie nur eingesetzt werden kann, wenn der Kolben draußen ist. Hier seht ihr die Nut, man kann so ein bisschen sehen, die greift in die Rille von dem Zylinder. Auch hier, das ganze Teil wird schön eingefettet. Das Einfetten hat natürlich einen Vorteil, ist alles schön geschmeidig. Auf der anderen Seite werdet ihr das merken, wenn ihr das mal selber macht. Es ist relativ glitschig, das Ganze, und man kriegt diesen Kolben und die Manschette schwer gegriffen. Ich habe es versucht, jetzt erstmal den Test, ob die Manschette auch gut passt. Dafür die Nut im Zweifelsfalle im Vorfeld mit einem Schraubendreher etwas reinigen, damit man dort diese Manschette gut hineinbekommt. Ich ziehe hier die Manschette auf den Kolben von oben nach unten. Und das ist, wie gerade schon gesagt, eine relativ fummelige Arbeit.
weil die Manschette natürlich immer wieder abrutschen will. Man hat jetzt das Dilemma, auf der einen Seite soll es schön eingerieben sein, auf der anderen Seite kann man es schlecht greifen. So, jetzt versuche ich es hinzubekommen, dass noch ein bisschen auf dem Kolben drauf ist und jetzt wird vorsichtig die Nut in den Zylinder eingesetzt. Ich mache das hier mit dem Schraubendreher, das könnte man natürlich kritisieren. Mit dem Schraubendreher besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich auch das Gummi verletzt. Also man muss dann sehr vorsichtig sein, wer will und nicht so erfahren ist, kann sich da vielleicht ein Teil für machen, einen Schraubendreher, den er ein bisschen abrundet vorne. Jetzt immer wieder gucken, der Kolben darf noch nicht drin sein, aber die Manschette muss eingefädelt werden. So, jetzt probiere ich mal den Kolben ein bisschen reinzudrücken und stelle fest, an einer Stelle ist die Manschette dann doch noch nicht drin, also den Kolben wieder ein kleines Stückchen vorziehen, aufpassen, dass man nicht zu weit rauszieht und jetzt die Manschette reindrücken. Nochmal alles kontrollieren, rundherum gucken, ob die Manschette sauber drin sitzt. Wie gesagt, es gibt da keinen anderen Weg. Es muss erst die Manschette drin sein und jetzt kann ich den Kolben vorsichtig reinschieben. So ein bisschen wackeln, gerade am Anfang sitzt es etwas schwierig, dass man da gerade reinbekommt und jetzt wird er langsam reingedrückt. Diese Kolben müssen so mit Handkraft leicht reingedrückt werden können. Bitte keine Gewalt anwenden, wenn das zu schwergängig ist, dann stimmt dort etwas nicht. Dann ist irgendwo Dreck reingekommen oder das Teil sitzt nicht richtig. Als Test, ob das alles funktioniert, nehme ich wieder Pressluft. Ich lege wieder einen Holzbalken hinein, dass mir der Kolben nicht unkontrolliert rausfliegt. Ich habe da natürlich den Entlüftungsnippel wieder eingebaut und den Schlauch, den Bremsschlauch, den alten, habe ich immer einen, wo ich dann den Pressluft ansetzen kann. Jetzt guckt, dann seht ihr, wie schön gleichmäßig der Kolben sich bewegt. Und nur so funktioniert eine Bremse gut, wenn sie diese Kolben gleichmäßig bewegen. Ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ein Kolben etwas fester sitzt, verkantet sich diese ganze Bremszange und die Bremsleistung ist ungleichmäßig. Daher ist es so wichtig, diese Bremsanlagen zu überholen. Auch jetzt der Test, man muss diese Kolben per Hand reindrücken können. Wenn das nicht geht, deutet das schon darauf hin, dass irgendwo Dreck drin ist. Damit wären wir mit diesem Teil fertig. Den zweiten Kolben habe ich genauso gemacht. Wir widmen uns jetzt der Bremshalterung. Wie ihr seht, auch schon ja, das fertige Teil in lackiert. In dem Repsatz sind auch, beziehungsweise es war ein weiterer Repsatz, die Schiebestücke drin und die Gummimuffen dafür. Diese Schiebestücke, die vergammeln sehr gerne. Und ich hatte es euch gezeigt in Teil 1, dass ein Teil davon tatsächlich sogar abgerissen war. Hier jetzt nochmal die Bohrungen wirklich schön sauber machen. Ich bin da so penibel. Das liegt aber auch daran, dass ich die Teile beim Sandstrahlen hatte und obwohl ich Stopfen da drin hatte, können immer wieder doch noch Restpartikel drin sein. Also schön sauber machen, denn wenn Dreck ist, verkantet sich das. Die Gummimuffen werden hier einfach nur drauf gedrückt. Das geht relativ leicht. Man nimmt die Gummimuffe und schiebt sie auf das Teil drauf und die rastet dann in der Nut ein. Das ist relativ leicht gemacht, kann man nichts bei falsch machen, geht auch nichts bei kaputt. Das ist noch eine der einfachen Arbeiten. Es braucht ein bisschen Zeit, aber kein Problem. Die erste Muffe ist drauf, zweite Muffe wird genauso drauf geschoben. Nochmal die Nut kontrollieren. Und da ist dann noch ein bisschen Rest vom Abklebeband drin geblieben, also das dann nochmal sauber machen. Das ist auch wichtig, dass die Nut schön sauber ist, einfach, dass die Muffe richtig gut drauf sitzt und nicht nachher irgendwelche Dreck oder Feuchtigkeit hier reinkommt und damit nachher die Führungsstifte womöglich korrodieren und dann wieder eine Schwergängigkeit auftritt. Wie immer bei den Bremsen wirklich sauber arbeiten und sich die Zeit lassen. Auch jetzt die Muffe einfach drauf schieben. Damit ist das erledigt. Jetzt kommen die Schiebestücke. Hier diese Schiebestücke, in dem Repsatz ist natürlich auch irgendeine Paste dabei. Ich nehme hierfür eine Molykote-Paste, das ist ein Standardfett, das ist ein Hochleistungsfett, temperaturfest. Und damit reibe ich die Führungsstifte gut ein. Dies hat zwei Gründe. Zum einen sollen diese Stifte natürlich leicht zu bewegen sein. Zum anderen ist es natürlich auch ein Korrosionsschutz. Wenn ich da Fett drin habe, kommt nicht so leicht Wasser rein und selbst wenn, dann sind die Teile durch das Fett geschützt. Deswegen ordentlich Fett rein, schön verreiben und jetzt einfach reinstecken. Diese Teile werden einfach nur reingeschoben.
Die werden nicht verschraubt oder irgendwas, einfach nur reingeschoben und werden durch das Gummiteil gehalten. Jetzt seht ihr, wie schön leichtgängig das ist. Und wenn ihr mal an eurer Bremse wart, dann werdet ihr merken, wie schwergängig das teilweise ist. Und das ist eben, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum Bremsen ungleichmäßig ziehen. Dies liegt oft an diesen Schiebeteilen, dass das nicht funktioniert. Durch die Hydraulik in der Bremse hat man so viel Kraft, dass man diese Teile natürlich mit Gewalt schieben kann. Nur hat man dann gerne das Problem, dass die Bremse nicht zurückgeht. Das bedeutet, die Bremse schleift immer ganz leicht. Das merkt man gar nicht unbedingt, nur die Bremse wird sehr heiß, man hat hohen Verschleiß und sehr schnell auch Fading in der Bremse. Also daher, diese Stifte müssen gut gängig sein, genauso eben wie die Kolben. Ja, damit wäre das Teil schon soweit fertig und jetzt verschrauben wir die Bremszylinder mit der Bremsenhalterung. Die Schrauben haben eine Paste vorne drauf, eine Schraubensicherung. Diese Schrauben waren mit in dem Satz dabei. Beim ersten Mal verwenden werden sie so dagegen, dass sie sich lösen, gesichert. Wenn man alte wiederverwendet, muss man da Schraubensicherung einfach für nehmen. Das ist kein Problem. Schrauben werden jetzt einfach leicht vorgedreht. Ich mache das nur, damit ich die Teile komplett habe und gucken kann, ob alles wieder passt, alles sitzt. Im Echtbetrieb, wie gesagt, neue Schrauben haben eine Dichtpaste drauf. Bei gebrauchten Schrauben dann eben eine Schraubensicherung nehmen. So sieht das Teil aus. Ich finde, es ist gut geworden. Alles perfekt. Und hier haben wir jetzt den kompletten Satz für vorne und er wartet nur darauf, eingebaut zu werden. Das war das Überholen eines Bremssattels. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch Spaß gemacht. Guckt euch den ersten Teil an und ja, wenn ihr Spaß habt, schaut da wieder rein. Bis dahin sage ich mal Tschüss, euer Werkstatt-Dino.